Hallo meine Lieben und schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video. Ihr habt euch in meinen Instagram Live Stories ein Video gewünscht. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, hier ist mein Name, folgt mir gerne. Ich mache dort immer Live-Videos, zeige euch meine Neuzugänge, was ich gerade lese, quatsch mit euch über irgendwelche Fandoms oder sonst irgendwas. Also schaut auf jeden Fall vorbei, das seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand. Und und ihr habt euch in meinem letzten Live-Video, ich weiß gerade leider nicht mehr deinen Namen, vor lauter tollen Ideen, die ihr mir gegeben habt, habe ich mir vergessen, den Namen aufzuschreiben. Also Küsse an euch. Ihr habt gesagt, macht doch mal ein Video mit deinen Top 10 schönsten Buchcovern. Okay, ich bin jetzt mal durch meine Regale gelaufen, habe mir so eine Bücher angeguckt und habe gemerkt, okay, 10 schaffe ich einfach nicht, weil ich habe so viele schöne Buchcover, 10 schaffe ich nicht. Und ja, darum werde ich heute 10 Stück zeigen. Und wenn ihr Lust habt, dass ich 10 weitere von meinen schönsten, allerschönsten Buchcovern zeige, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, dann weiß ich das. Oder schreibt mir einen Kommentar, dass euch das interessieren würde. Ich werde auch so ein bisschen auf den Inhalt drauf eingehen, aber es soll halt wirklich um die Cover gehen. Ein Tribut an die Cover-Designer da draußen, die so talentiert sind und so schöne Kunstwerke erschaffen, weil ich finde, ein Cover ist wirklich ein Kunstwerk für sich und das soll doch auch geehrt werden, nicht nur der Inhalt des Buches. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Video und wir starten jetzt mit meinen Top 10 schönste Buchcover-Video. Also das erste Buch, ich habe es jetzt einfach mal irgendwie random neben mich gelegt. Das erste Buch ist von dem Disney Verlag und ihr wisst, ich liebe Disney. Und zwar ist es dieses hier, As Old as Time, What If Belle's Mother Cursed the Beast. Und ja, das ist von Liz Braswell. Und das ist aus einer Disney-Serie so, was wäre, wenn? Und hier geht es halt darum, ja, was wäre, wenn Belles Mutter diejenige war, die das Biest verflucht hat? Hab's leider noch nicht gelesen, aber ich liebe dieses Cover, weil es einfach, das ist so Disney, aber gruseliges Disney und das feiere ich extrem. Also es ist auch rundum sehr schön gemacht, sehr hochwertig, hat auch einen tollen Rücken. Das ist auch so ein glatter und kein runder Rücken, das gefällt mir auch. Und von innen ist es auch sehr schön aufgemacht, so ein bisschen auf alt gemacht. Also wirklich, wirklich schön. Und ja, ich mag einfach dieses Disney-mäßig, aber trotzdem düstere an diesem Cover. Und ja, ich würde mir das auch irgendwie als Bild einrahmen und aufhängen. So schön finde ich das. Also ich finde es ganz, ganz, ganz toll. Und ich muss endlich mal dieses Buch lesen. Das nächste Buch ist auch etwas düsterer und vielleicht für viele jetzt nicht unbedingt schön, aber ich finde es voll toll. Also ihr werdet sehen, mein Geschmack ist etwas eigen. Entweder muss es bei mir ganz kitschig sein oder so voll creepy. Das ist so mein Geschmack. Und zwar ist es Der Übergang von Justin Cronin. Ich liebe die Trilogie. Das gehört zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Das ist so eine Art Endzeitroman. So, die Menschen sterben alle. Ein Virus geht rum. Und ja, sage ich gleich nochmal mehr dazu. Aber wie gruselig ist bitte dieses Mädchen. Und sie ist auch nochmal hier drauf. Und ich finde es zwar extrem schlimm, dass die ganze Trilogie, dass sie nicht zusammenpassen, diese Bücher. Also keine Ahnung, was der... Also der erste oder dritte Teil passt noch zusammen, aber der zweite, der kackt halt voll rein, muss man mal ganz ehrlich sein. Aber ich finde das so, so cool. Und ich habe das Buch tatsächlich auch nur über das Cover gefunden, ne? Weil das lag einfach so einzeln und verlassen im Buchladen rum. Und dann dachte ich mir, oh, dieses gruselige Mädchen gefällt mir. Was hat es mit diesem gruseligen Mädchen auf sich? Und ja, dann habe ich Amy kennenlernen dürfen. Ich glaube, das soll Amy sein auf diesem Cover. Hier geht es darum, dass 12 Gefangene, die eigentlich die Todesspritze oder ja, der Tod erwartet, die werden nicht umgebracht, sondern werden in ein Labor gebracht und an ihnen wird Tests gemacht, weil diese 12 Probanden, die vermisst dann halt keiner. Das sind einfach irgendwelche Straftäter, die keine Familie und Sonstiges haben und wo keiner merkt, okay, hat jetzt wirklich die Todesspritze bekommen oder ist sonst wo. Und an denen wird eben etwas, ein Heilmittel getestet, ein Heilmittel, was so alles heilen soll. Und ja, das geht leider schief. Und die 12 Probanden nehmen eine etwas gefährliche Form an. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall kommt es dann dazu, dass sie die komplette, nicht komplette Menschheit, ich glaube, das ist jetzt nur in Amerika, ich
habe es nicht mehr zu 100% im Kopf, aber dass sie halt komplett Amerika ausrotten und nur eine Handvoll Menschen überlebt. Und ja, dann begleiten wir diese Menschen über mehrere Jahre und Jahrhunderte, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat, was aus Amerika geworden ist. Und ich fand es super spannend, genial. Also Justin Cronin ist einer der besten Schriftsteller, von dem ich je was gelesen habe. Aber dieses Buch zu einem zusammenfassen ist wirklich sehr schwierig. Die Bücher sind auch wirklich sehr dick, aber es lohnt sich. Ich kann euch auch nur empfehlen, hört euch die Hörbücher an. Die sind auch toll vertont. Ich glaube, David Nathan hat sie vertont. Und ich finde, das ist auch auf jeden Fall für alle Stephen King-Fans etwas, weil alle Stephen King-Bücher, die ich bisher gelesen habe, erinnern mich anhand des Schreibstils sehr an Justin Cronin. Ja, ich habe mit King einfach noch nicht so viel Erfahrung, aber ich persönlich finde, wenn einem der gefällt, wird einem auch dieser hier gefallen. So, muss ich mal. So, kommen wir jetzt zu etwas Schönem in diesem Video. Und zwar ist es A Book of Mermaids. Und dieses Buch habe ich mir tatsächlich nur wegen dem Cover gekauft. Das ist ein, ja, ein sehr altes Buch, was auch wirklich einen hohen Wert hat. Ich glaube, das Buch geht gerade für über 1000 Euro, ich glaube 1200 oder 1300 Euro auf Amazon raus. Also, wer ein bisschen Cash auf der Seite hat, der kann sich gerne auch dieses Buch gönnen. Wo ich es gekauft habe, war es noch nicht so teuer. Aber ich finde es einfach so wunderschön, weil es sieht einfach aus wie ein. Okay, es ist ein altes Buch. Es sieht nicht nur so aus, es ist ein altes Buch. Ich liebe alte Bücher. Ich liebe auch alte Möbel, alte Gemälde. Weiß ich nicht, so alles, was antik ist. Also, ich wollte ja früher unbedingt Archäologin werden. Und ich habe so ein Faible für antike Dinge und ich sammle gerne antike Dinge. Ich habe auch sehr viele antike Möbel in meinem Haus stehen. Und ja, dieses Buch ist einfach wunderschön und ich liebe es. Das hat auch einen ganz besonderen Platz in meinen Bücherschränken. Und ja, das ist auf jeden Fall ein absolutes Sammlerstück für mich. Weiter geht's mit. Okay, womit machen wir weiter? Womit machen wir weiter? Ja, das nächste Buch, nehmen wir doch das Buch von der lieben Ava. Ava ist so ein sympathischer und lieber Mensch. Also ganz viele Grüße gehen an dich raus. Und das Buch ist aus dem Drachenmond Verlag. Das ist die Mondprinzessin. Und ich finde einfach dieses Cover so wunderschön. Also da ist jetzt nicht viel drauf. Aber gerade das macht das Cover für mich so besonders und auch wie Avas Name oben geschrieben ist mit diesen größeren ja, Abständen zwischen den jeweiligen Buchstaben. Das sieht einfach wunderschön aus und hinten mit diesem Schloss. Es sieht einfach toll aus. Aber man muss mal ganz ehrlich den Drachenmund Verlag und seine, vor allem seine Cover-Designer für diese wunderschönen Cover loben. Also die hauen da echt Bücher und Cover raus. Das ist abnormal. Also die Mondprinzessin, wunderschön. Da kommt übrigens auch noch ein zweiter Teil. Also für alle, die es schon gelesen haben. Wer es noch nicht gelesen hat, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich finde es auch schön von innen. Hat man auch immer noch mal so ein paar Sternchen und ist einfach mit ganz viel Liebe aufgemacht. Und ja, ich liebe auch diese Illustration hiervon. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, ganz, ganz, ganz große Klasse, liebe Eva. Mua. Ich bin mal gespannt, ab wann ihr ich bin mal gespannt, ab wann ihr ein Muster erkennt. Das nächste Buch ist ein Buch, das recht neu bei mir eingezogen ist und viele mochten es nicht so vom Cover. Ich feiere es total. Und zwar ist es To Kill a Kingdom von Alexandra Christou. Und das hat auch so was Düsteres, aber trotzdem so märchenhaft und oh, keine Ahnung, ich liebe so düstere Bilder mit Oktopussen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt da was im Kopf habt, aber ich mag dunkle, düstere Bilder, wo so Oktopusse oder so Meeresbilder mit Oktopussen. Manchmal habe ich das Gefühl, was ich so rede, das hört sich total bescheuert an. Also es kommt irgendwie ganz falsch bei euch rüber. Egal. Ich finde dieses Cover wunderschön. Ich finde auch schön, dass es mit diesem Gold hier so ein bisschen veredelt ist. Und auch hinten sieht wirklich toll aus. Also sehr, sehr, sehr schön. Ich habe es leider noch nicht gelesen. Es geht hier um eine Meerjungfrau. Und sie wird von ihrer Mutter gezwungen, da einen Prinzen zu töten und ihr sein Herz zu bringen. Ich gehe jetzt einfach mal schwer davon aus, dass sie sich in diesen Prinzen verlieben wird. Ich habe es noch nicht gelesen, keine Ahnung. Ich kann euch nicht spoilern, wenn ich keine Ahnung habe. Aber ich gehe jetzt einfach mal so davon aus. Und
Er ist ein Sirenenjäger und sie ist halt eine Sirene, eine Meerjungfrau und wird als Mensch verwandelt, geht dann an Land und soll ihn halt, ja, soll ihn umbringen. Bin sehr gespannt, bisher habe ich nur positive Stimmen dazu gehört, freue mich schon wahnsinnig drauf, es zu lesen und ich finde, das Cover ist wunderschön. So, ich glaube, das Schema sollte jetzt langsam erkennbar sein. The Queen's Rising. Ich meine, ich habe jetzt so viel davon geschwärmt. Für mich ist es wahrscheinlich eins der wunderschönsten Cover, die ich besitze. Es ist eines meiner absoluten Lieblingscover. Ich liebe dieses mit den Sternbildern und diesem Verschnörkelten und diesem Cape. Und es ist blau. Und ja, ihr merkt, blau ist einfach meine Lieblingsfarbe. Und ich liebe blaue Cover. Und ich finde das einfach so wunderschön. Ich habe es leider immer noch nicht geschafft, weiterzulesen. Also ich kann euch hier auch noch nicht mehr dazu sagen. Ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Leider hat der Carlsen Verlag das Cover nicht übernommen und ein eigenes draus gemacht, was ich jetzt persönlich einfach nicht schön finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ist es auch ein bisschen too much, weil es hat noch so Holo-Effekte drauf. Ist nicht meins. Aber ich finde, es passt zum Carlsen Verlag. Also das soll jetzt nicht negativ gemeint sein, so, okay, das Cover sieht scheiße aus, es passt zum Carlsen Verlag, um Gottes Willen. Sondern so von der Gesamtoptik passt es so voll ins Verlagsprogramm rein. Und dann kann ich verstehen, dass es irgendwie noch dazu so ein bisschen geändert worden ist, keine Ahnung. Aber das finde ich einfach, das ist eins der wunderschönsten Cover überhaupt. Total nach meinem Geschmack. Ich, ja, finde es wahnsinnig, wahnsinnig schön und das hat auch einen ganz besonderen Platz in meinem Bücherregal. Weiter geht's mit einem Buch. Ich glaube, von allen Büchern, die hier liegen, ist das schon mit am längsten auf meinem Sub und ich habe es immer noch nicht gelesen. Und zwar ist es Die Glasbücher der Traumfresser von Gordon Darquist. Und ich glaube, das ist so ein Steampunk-Krimi, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mit ein bisschen Fantasy. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Eine Freundin von mir hat das mal gelesen und hat mega davon geschwärmt. Ich habe auch den zweiten Band, das Dunkelbuch hier. Aber ich feiere einfach dieses Cover. Ich mag diese Maske und dieses Gold. Und ich finde das so schön. Ja, mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Alle Bücher sind natürlich unten in der Infobox verlinkt. Klickt euch einfach mal durch, lest euch den Klappentext durch. Da habt ihr dann mehr Infos. Ein weiteres absolutes Lieblingscover und auch eins meiner, ja, Lieblingsbücher von einem meiner absoluten Lieblingsautoren. Und zwar ist es von Paulo Coelho, Die Spionin. Und ich liebe einfach dieses Bild von Mata Hari. Das ist so wunderschön. Ich finde es total schade. Im Englischen ist dieses Bild komplett drauf. Klar, der Diogenes Verlag, der macht die Bilder immer so ein bisschen kleiner, dass da so mehr Weiß drumherum ist. Das ist halt der Stil vom Verlag. Okay, kann ich verstehen, kann ich auch mitleben. Ich überlege trotzdem, dass ich mir das Buch noch auf Englisch kaufe, einfach nur wegen dem Cover, weil ich dieses Bild so wunderschön finde und ich hätte so gerne dieses Bild von Mata Hari als großen Print und würde mir das gerne irgendwo aufhängen. Ich finde, das hat auch so ein bisschen was Märchenhaftes, Mystisches. Mag ich sehr gerne und ja, das ist auch eine absolute Leseempfehlung. Dann haben wir wieder ein Creepy-Buch, das ist auch recht neu bei mir eingezogen und ich feiere einfach dieses Bild und auch das hätte ich so gerne an meiner Wand hängen. Also ich könnte mir echt eine ganze Wand voll mit Buchcovern machen, aber halt ohne die ganzen Titel und Autorennamen drauf, sondern wirklich nur die Bilder. Das nächste Buch ist The Witches of New York von Amy McKay. Und ich liebe einfach dieses Bild. Das ist einfach so cool und gruselig und toll und schön und wundervoll. Ich liebe dieses Cover. Ich liebe es einfach. Also gerade die Frau, die so aussieht wie so ein Püppchen, da sieht man nur so ihr Auge und mit der Binde ums Gesicht eben. Also ich finde, das sieht so toll aus. Es hat ein bisschen was von American Horror Story. Also ich feiere das extrem und ja, eins meiner absoluten Lieblingscover. So, und das letzte Buch, das ich euch zeigen möchte, ist auch aus dem Drachenmond Verlag und das war wirklich ein reiner Coverkauf. Wirklich. Ich habe es auch noch nicht gelesen, aber ich möchte es lesen. Ich bin auch sehr interessiert an der Geschichte. Aber es ist auch, ich glaube, neben The Queen's Rising ist das so. Das ist so Platz 2, würde ich sagen. Also The Queen's Rising ist so 1 im Moment und das, was ich euch jetzt zeige, ist so Platz 2. Aber fast so gut wie Platz 1. Ich zeige es euch. Und zwar, dum -dum 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 -dum, es ist die Sonnenblut von Michelle Natascha Weber. Und großartig. Wunderschön. Es sieht aus wie Märchen trifft Dolce & Gabbana Werbung.
Stehe ich voll drauf. Hammer. Also ich glaube, würde ich ein Buch schreiben, so ein Fantasy-Jugendbuch, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde dieses Cover sofort abkaufen. So, ich würde sagen, genau das will ich. Ich schreibe mein Buch so, dass es genau zu diesem Cover hier passt. Also ich finde es einfach wirklich wunderschön. Ein Riesenlob an den Cover-Designer. Steht der hier drauf? Layout, Umschlagdesign mit der. Ach so, das hat die Autorin selber gemacht. Richtig toll. Richtig, richtig, richtig schön. Also, so wie ich das verstehe, hat es die Autorin selbst gemacht. Das Buch ist auch von innen cool aufgemacht mit so ganz vielen Schnörkelis. Auch hinten, ne? Wunderschön, wirklich wunderschön. Also, ich liebe dieses Cover und ja, ich verlinke euch das Buch unten in der Infobox. Ich kann euch leider nicht sagen, um was es hier genau geht. Ich muss es unbedingt bald mal lesen. Ich hatte es auf der Buchmesse gekauft. Ja, bin sehr gespannt und freue mich da schon drauf. So, meine Lieben, das waren meine Top 10 schönsten Cover. Wenn ihr wollt, dass ich einen Teil 2 drehe mit weiteren 10 und es liegen gerade schon weitere 10 neben mir, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und dann lade ich das gerne für euch hoch. Schreibt mir mal in die Kommentare, was euer absolutes Lieblingscover ist. Von all den Büchern, die ihr besitzt, die ihr schon gelesen habt, was ist so das schönste Buch, was bei euch zu Hause rumsteht? Schaut es mal in die Kommentare, freue ich mich drüber. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.